Edgar ermordet seine Frau. Also ich würde behaupten, Isabel macht wieder irgendwas mit dem Gift, weil das ist ihr Lieblingstool hier. Von daher würde ich fast behaupten, Edgar und Lenora heiraten. Natürlich ist Isabel dementsprechend angepisst, weil sie wollte Edgar heiraten. Also greift sie zu ihrem Lieblingsmittel, dem Gift. Und zack, vergiftet den Wein von Lenora. Lenora ist also tot. Edgar, natürlich, ihr wisst es, lebt nicht gern allein, also heiratete Isabel. Sie hat ihr Ziel erreicht, doch womit sie nicht gerechnet hat, ist, dass Lenora als Geist wiederkommt und Edgar erzählt, Isabel hat mich mit Gift getötet. Und natürlich wird daraufhin Edgar sagen, komm du mir mal nach Hause. Und Isabel ist tot. Edgar ermordet seine Frau.